Hadi, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem WoW-Let's Play hier mit Telanzani. Ich bin hier bei Naralex und werde jetzt seine Aufgaben annehmen, obwohl er vorher ganz, ganz unsympathisch mir gegenüber war. Ja? Biologischer Eingriff. Die Energien, die hier freigesetzt wurden, sind durch die Wildtiere geflossen. Dadurch wurden sie mächtig und instabil. Wenn wir zulassen, dass sie sich über diesen Hain hinaus ausbreiten, werden diese Mutationen eine katastrophale Auswirkung auf das Ökosystem haben. Die Beutetiere verschlingen und die schwächeren natürlichen Kreaturen vertreiben. Ihr müsst gehen und bei dem Bestand der Überwucherung eine Auslese treffen. Kehrt zurück, wenn diese Aufgabe erfüllt ist. Elun, erleuchte euren Weg. Okay. Okay. Ich habe euch erwartet. Dass die Tauren mich alle erwarten, das verstehe ich nicht. So, Schlangenabzug. Die Verderbnis, die hier entfesselt wurde, muss eingehend erforscht werden, wenn wir einen wirksamen Weg finden wollen, sie zu bekämpfen. Zum Glück haben sich hier nicht alle Kreaturen gleichermaßen verändert. Die kleineren Schlangen trinken wenig Wasser und fressen keine Pflanzen, also sind sie den Energien nur in geringem Maße ausgesetzt worden. Dennoch haben sie genug aufgenommen, um ihre Farbe zu verändern. Geht, sammelt einige dieser Schlangen aus der Überwucherung und bringt sie zu mir, damit wir sehen können, was genau mit den Kreaturen hier geschieht. Mache ich. Peitschenrankensamen. Es muss einen Weg geben, diesen armen Kreaturen zu helfen, ohne ihnen das Leben zu nehmen. Ich habe eine Idee, aber ich brauche eure Hilfe, Mönch. Die Pflanzen der Peitschenranke, die hier umherstreifen, enthalten Samen prallvoll mit der urtümlichen Energie dieses Ortes. Sammelt sie für mich ein und bringt sie hierher. Dann sehen wir, was man tun kann. Geht mit der Erde. Geht mit der Erdenmutter. Mach ich, mach ich, mach ich. So, also, dich muss ich jetzt erstmal kaputt machen, da? Hier. Peitschenranke, dich hole ich auch gleich her. Und dich muss ich, glaube ich, auch kaputt machen, da? Bleib doch da. So, und dich auch noch, da? So. Zu weit weg. So, zu weit weg. Dann habe ich hier alle. Okay, also das funktioniert nicht so ganz mit den Heilen hier. Ah, wo bin ich denn? Ich brauche ein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Wir haben keine Samen. Warte mal, hier haben wir so eine komische Schlange. Hallo? Da haben wir auch noch so eine komische Schlange. Ah, genau, ich habe ja, warte mal, wie viele Cheese habe ich denn jetzt? 2, 4, 5, 6. Oh, wie cool. Ich muss erstmal näher cool ran. Wie cool ist das denn? Ah. Du kriegst erstmal einen Arschschritt von mir. Ich habe kein Ziel. Och, nö, vergifte mich doch nicht ständig. Zu weit weg. So, ich brauche dich. Dich. Ah. Hier, warte mal. Dich brauche ich. Und dich brauche ich auch. Ah, okay, warte mal. Wenn das hier höher wird, dann kann ich hier. Ah, dann kann ich. Dann mache ich mehr Schaden. Logischerweise. Ah, so geht das. So funktioniert das hier. Okay. Die habe ich. Die habe ich. Die brauche ich nicht mehr. Passt. Zuckender Samen. Wie war das denn nochmal gleich hier mit denen?
Er meinte irgendwas ohne zu töten, aber das geht doch gar nicht ohne töten. Warte mal, gib mir mein Chi. Kleiner Frosch. Ich habe kein Ziel. Ich brauche auf alle Fälle noch Schlangen. Oder Otter. Sag mal bitte, so ist denn der Otter. Euter. Otter. Smaragdboa. Oh. Hier Otter. Dann haben wir hier sowas. Und sowas. Und sowas. Es wäre jetzt voll cool, wenn ihr das alles hättet, gell? Hier. Warte mal. Ah! Nein! Oh. Ernsthaft jetzt? Die können sich heilen? Ist mir das letzte Mal überhaupt schon aufgefallen? Das ist kacke. Ist das kacke? So, hast du jetzt wenigstens so einen Samen? Nein. Ich bin umsonst gestorben. Super. Ihr seid so doof. So, entkräftete Otter. So, jetzt habe ich wenigstens von denen auch schon 5. Du kannst mich jetzt mal hier, ja? Hier, du kannst mich gern haben. So. Peitschenranker. Mhm. So, hier ein bisschen Schaden verursachen, ja? Alter! Ich brauche ein Ziel. Ja, die heilen sich wieder hoch. Und es gibt mir keine so eine blöde Ding. Ich bin zu weit die weg. Die kann ich doch nur alle kaputt machen dann. So, da lässt. Ich muss erstmal näher ran. Oh, 3 von 4 habe ich schon, okay. Ich dachte, ich habe nur 2. Aber macht auch nichts. 3 ist ein Ego, das heißt, ich brauche nur noch eine. Und die gibst du mir jetzt bitte. Ich bin zu weit weg. Ja? Was hältst du davon? Das kann ich nicht angreifen. Was führt euch hier? Nein! Du hast mir den Samen nicht gegeben. Das ist euer Ernst, gell? Das kann es doch echt nicht sein, dass ihr da nichts hergebt, oder? Na, bitte. Geht doch. Jetzt habe ich viel mehr von euch töten müssen, als ich eigentlich vorhatte. Selber schuld. So, Schlangenabzug. Habt ihr genügend eingesammelt? Wir benötigen einige, um aussagekräftige Vergleiche anstellen zu können. Ja, unter einige verstehe ich aber auch mehr als 5 normal. Die sind genau richtig. Bunte Farben wie diese entstehen im Brachland nicht auf natürliche Weise, aber bisher haben sich bei ihnen noch keine weiteren Mutationen herausgebildet. Habt ihr die Samen? Ja. Es beunruhigt mich, wie aktiv sie sind. Dennoch bedeutet das nichts anderes, als dass wir schnell handeln müssen, bevor die Verderbnis hier noch schlimmer wird.
Schauen wir mal. Kann ich behilflich sein? Biologischer Eingriff. Danke, Tiranzani. Ich bin froh, dass ihr unverletzt zurückgekehrt seid. Die Bösartigkeit dieser Kreaturen ist wirklich erschreckend. Wird Chaos ernten? Wenn ich wirklich Chaos gesät habe, wird es Zeit für mich, die Ernte einzubringen. Die schwerfälligen Auswüchse der Pflanzenwelt schlurfen durch den magieerfüllten Strom hier, Tiranzani. Sie sind eine Manifestation der instabilen Kräfte, die diese Gegend verändern. Tötet so viele ihr könnt und vielleicht können wir die weitere Verbreitung der Überwucherung verlangsamen. Und wenn ihr schon dabei seid, ich suche nach Teilen von ihnen, die besonders befallen erscheinen. Bringt solche Teile zu mir. Okay. Seid vorsichtig. Mach ich. Friede mach ich sei alles. Mit euch. Aussaat einer Lösung. Aufgrund dessen, was ihr mir überbracht habt, denke ich, dass wir vielleicht eine Lösung haben. Ich habe die Peitschenrankensamen mit heilenden Energien gefüllt. Einfacher Kontakt mit ihnen sollte den Kreaturen hier genug Energie verleihen, um den verderbnisreichen Einfluss abzuschütteln. Geht und versucht, die mutierten Raptoren und Ebenenschreiter zu heilen, indem ihr die Samen über sie streut. Dann berichtet mir von dem Ergebnis. Wir sehen uns wieder. Okay, ich brauche aber nicht jeweils 6, sondern insgesamt nur 6 Stück. Das ist schon mal gut. Da. Oh. Das hat ihm nicht so gefallen. Eieiei. Okay, warte mal. Das hat ihm nicht so gefallen. So. Den Gegenstand kann ich noch nicht benutzen. Ui, du kannst ja alles benutzen, gell? So. So, das passt doch gar nicht mal so schlecht hier. Schwindendes Herz, genau. Die muss ich jetzt auch alle töten. Ach ja, so, Auswuchs. Du bist mal der Erste. Zu weit weg. Zu weit weg. Gar nicht wahr. Das bildest du dir nur ein, dass du zu weit weg wärst. Ich bin zu weit weg. Ah. So. Zu weit weg. So. Schau schon wieder, Deviat Supreme. Ich krieg die Krise. Das gibt es doch nicht. Das ist doch unlogisch. Ich muss erst mal näher ran. Okay. Das bringt mir anscheinend nur was, wenn ich mehrere Mobs habe. Also ausschließlich dann etwas, wenn ich mehrere Mobs habe. Weißt du, ich habe hier keinen Schaden genommen und nichts. Warum komme ich aus diesem dämlichen Wasser nicht raus? So. Ich sollte dann einen Verkaufsstand aufmachen, glaube ich. Seid gegrüßt. Wird Karos ernten? Die Auswüchse zu beschneiden wird uns höchstens etwas Zeit verschaffen. Habt ihr irgendwelche verdächtigen Teile gefunden? Ja, so ein komisches, sich windendes Herz oder so. Naralex nimmt langsam das sich windende Herz aus euren Händen und ist sichtlich verstört. Ich war ein Narr. Die eine Wahrheit, die ich nicht akzeptieren wollte, hat mir die ganze Zeit ins Gesicht gestarrt. Dieses widerwärtige Ding ist der Beweis dafür.
Wir beide haben viel zu tun. Alter, wieso ziehst du mich damit rein? Ich habe doch gar nichts gemacht. Außer einer Lösung. Oh weh, anscheinend sind die Kräfte, die hier am Werk sind, schwer unter Kontrolle zu bringen. Bitte behelligt Naralex nicht damit. Es wird ihn nur aufregen. Mögen die. Okay, ich lasse es. Wie darf ich helfen? Die Albtraumnarbe. Das bestätigt es. Die Überwucherung hier wird nicht nur von der Fülle der Energie verursacht. Versteht ihr? Das geht über das, was in den Höhlen des Weglagens geschehen ist, hinaus. In den Landen, in denen wir uns befinden, muss sich ein Riss in den Albtraum aufgetan haben. Wenn ich daran denke, dass das mein Fehler ist, ich werde nicht länger an den Wundrändern herumkratzen. Geht nach Westen ins Zentrum der Überwucherung und trefft mich dort. Wir werden dieser Verderbnis auf den Grund gehen und ihr ein Ende setzen. Mögen euch die Sterne leiten. Oh ja, machen wir das, machen wir das. Machen wir das, machen wir das. Schau. Ah! Okay, wir sind hier. Warte mal, wir müssen zuerst im Auswuchs hier eine überbraten. So. Dann. Hallo. Ich bin bereit, Naralex. Ich werde versuchen, die Narbe zu versiegen, Tenazani. Stellt sicher, dass nichts von der anderen Seite hindurch gelangen kann. Okay. Warte mal, das ist ein bisschen anstrengend hier, gell? Wow. Ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel, okay. Ich habe alles erledigt. Ich bin geehrt. Die Albtraumnarbe. Wir haben es geschafft. Die Verbindung des Albtraums zu dieser Welt wurde gekappt. Der Rest des Landes ist vor dem Eindringen sicher und im Laufe der Zeit werden die Anomalien hier auch wieder dem Naturgleichgewicht unterworfen. Ich kann euch nicht genug danken, Telanzani. Ihr habt geholfen, die Ordnung hier wiederherzustellen und mir dadurch die Gelegenheit gegeben, meine törichten Taten wieder gut zu machen. Ja, wenn ich jetzt halt nur wüsste, welche törichten Taten du eigentlich meinst, gell? So, warte mal. 1,20, 1,69, 1,68. Wir nehmen das hier. Das bringt am meisten Kohle ein. Leben aus dem Traum. Vinoa Kiefernwald. Obwohl wir hier einiges erreicht haben, wäre es eine Tragödie, wenn ein Teil dieser Verderbnis unserer Aufmerksamkeit entgangen wäre. Die Tunnel der Höhlen des Wehklagens erstrecken sich unter dem gesamten Brachland und wenn noch ein weiterer Punkt ungezähmter Energie sich einen Weg an die Oberfläche gebahnt hat. Ihr habt allerdings genug für mich getan. Ich möchte euch nur noch darum bitten, einen Druidenfreund von mir wissen zu lassen, was hier geschehen ist. Ihr findet Vinoa Kiefernwald an der Vendetta-Kuppe südwestlich von hier. Elun, erleuchte euren Weg. Ach, warte mal, Naralex ist ja in den Höhlen des Wehklagens drin. Und beschwört er, glaube ich, nachher den einen Boss da. Ich glaube, das war das. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich habe ja, die Geschichte so, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, die Geschichte, die ursprüngliche, die kenne ich halt so nicht, gell? Weil ich habe nie Bücher gelesen. Ich habe das früher, wie soll ich sagen, ich habe mir früher die Texte eigentlich nicht durchgelesen. Beziehungsweise, ich hatte eh schon mal erzählt, ich weiß bloß nicht mehr, welchen Part das war, aber ich hatte irgendwann mal erzählt, haben wir hier ein Gasthaus? Nee, gell? Gasthaus? Wir haben hier nur einen Flugpunkt. Ach, wie kacke ist das denn? Ich hatte ja damals nur erzählt, ja, ich habe die Quest angenommen und habe dann irgendeinen Bekannten von mir gefragt, du, wo ist denn das und das? Wo ist denn dies und jenes? Und er hat dann halt nur gemeint, ja, guck, auf buff.de und hab dann da halt geguckt, hab geguckt, okay, wo ist der Punkt, der da angezeigt wird und bin da hingelaufen und fertig. Also, ja. Ich schäme mich dafür.
Ich konnte das, was sich abgespielt hat, von hier aus spüren, Mönch. Wir standen alle Haare zu Berge. Ich bin überglücklich zu hören, dass es euch gelungen ist, das Grauen zurückzudrängen, und ich werde ganz bestimmt das Gebiet durchsuchen, um alle herumstreunenden, mutierten Kreaturen zu finden. Geht in Frieden. Ja, ausgezeichnet. Und mir fällt gerade auf, ich war hier mit Sicherheit noch nicht mit der Hordenseite. Echt noch nicht. Das kann nicht sein, weil ich war hier raus in dem Camp damit. Noch nicht. Der neue Boss. Unter Garduls Kommando ist die Verteidigung des Brachlandes nicht sehr erfolgreich verlaufen, Tilanzani. Garrosch hat Kriegsfürst Bluthäft hierher entsandt, um die Sache in die Hand zu nehmen. Er ist hier im Camp, und wenn ihr einen guten Eindruck hinterlassen wollt, solltet ihr etwas Initiative zeigen. Geht nach Osten in die Felder des Blutes und findet Aufklärer der Nordwacht. Wenn ihr dem neuen Kriegshäuptling einen Stapel ihrer Verdienstabzeichen bringt, werdet ihr euch sicherlich einen Namen machen. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Friede sei mit euch. Keine Ahnung. Eine Linie mit im Schmutz. Die Allianz brennt, eine Spur der Morde quer durch das Brachland. Wir müssen sie hier aufhalten, oder es wird nichts für uns übrig bleiben. Auf den Feldern des Blutes gibt es eine Anzahl strategisch wichtiger Hügel, auf denen Holztürme und neutrale graue Banner stehen. Wir müssen diese Hügel einnehmen und halten, wenn wir den Vorstoß der Allianz aufhalten wollen. Haltet Ausschau nach den Türmen im Norden, im Osten und im Süden, von dem, was von Torayo übrig geblieben ist. Schnappt euch eine neutrale Flagge und verteidigt den Hügel gegen die Gegenangriffe. Geht in Frieden. Mach ich. Grüße. Der Stolz des Löwen. Wenn ihr Rache an den Eindringlingen der Allianz nehmen wollt, seid ihr gut beraten, die gefährlichsten Raubtiere im Brachland zu beobachten. Die Löwen, die sich durch das hohe Gras schleichen, sind gerissen, gut getarnt und mächtig. Nehmt euch an ihnen ein Beispiel, und ihr werdet verstehen, welche Art Krieg wir führen müssen. Jagt sie die ebenen Streuner und Stolzmähnen. Dann kehrt zu mir zurück, und wir unterhalten uns darüber, was ihr gelernt habt. Ihr werdet sie oft im Schatten großer Bäume antreffen. Habt günstige Wind. Leute, ich mache das alles, aber als erstes mache ich erstmal hier eine kleine Pause mit Tilanzani. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ein schönes restliches Wochenende oder einen schönen Abend, einen guten Wochenstart, einen schönen Tag. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao.